The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so. Now. Hallöle, Grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fan mit und von eurem Jan Simon. Ja, heute zu Türchen Nummer 16 und wir haben mal wieder eine Woche geschafft. Ja, das heißt also für mich auf jeden Fall, mich als Vollzeitschulbesucher in einer Ausbildung, heißt, ich habe noch eine Woche vor mir und dann sind endlich Weihnachtsferien. Ausgerechnet muss dieses Weihnachten an einem Samstag sein. Aber okay, gut. Nehme ich nicht übel. Dafür haben wir einen Tag länger in der Schule, wo ich meine Schulkameraden sehen kann. Ah, ehrlich. Okay, gut. Aber dann kommen wir gleich erst einmal zum Kalender. Den habe ich natürlich gleich bei mir daneben, meine ich. So, da haben wir Türchen Nummer 17. Da. In der goldenen Mitte. Und zwar hier. So, dann versuche ich mal die 16 rauszukriegen. Und, perfekt. Ich habe es einfach so gestellt. Ja, perfekt. Und wie nicht anders zu erwarten, ist da drin ein Schokobon. Yay! Ah, ich freue mich wie ein Schnitzel, immer wenn da ein Schokobon ist. Naja, ich kann eigentlich nichts anderes erwarten als ein Schokobon, aber trotzdem schmecken die so lecker. So, gehst du jetzt endlich mal wieder rein, Türchen? Meine Güte. Hallo? Mann, was ist denn mit dir los? Mensch. Na, so geht doch, meine Güte, hat doch aber lange genug gedauert. So, und ja, es war heute, beziehungsweise gestern einiges los, denn gestern haben, ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen, gestern habe ich Arbeit geschrieben in Puck. Da habe ich ein gutes Gefühl, aber mein Gefühl kann mich auch sehr täuschen. Dann habe ich heute zwei Arbeiten zurückgekriegt, beziehungsweise heute wieder eine geschrieben. Einmal in Rallye und dann auch gleich wieder zurückgekriegt, weil wir die Zeit dafür hatten. Und ja, ich muss sagen, da habe ich zwar mit weniger gerechnet, aber manchmal ist halt weniger tatsächlich mehr. Heißt auch, ich habe da auch gut abgeschnitten. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, gut. Manchmal beschert uns das Schicksal doch einige interessante Situationen. Aber okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Kalender. Und zwar zum Pralinenkalender. Da haben wir die 16. Und zwar hier. Nicht ganz weg von der 19. Sehr interessant. Aber zu 19 kommen wir dann später, beziehungsweise am Montag. Ach ja, Montag. Ein Tag, wo ich schon sehr gespannt bin, was passiert. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich am 18. Na komm. Ja, boah, okay. Das Türchen wehrt sich. Okay, aber ich hab dich. Und drinnen ist so eine Praline. Sehr interessant. Was ist das denn für eine nochmal? Dunkle Karamellpraline. Klingt sehr, sehr nice. Okay, gut. Dann würde ich sagen, hole ich mal meinen Gast raus, beziehungsweise mein Modell. Und zwar wird es heute ein bisschen geometrisch. Und zwar kriegen wir Besuch von dem Borg. Und zwar von der Borgkönigin höchstpersönlich mit ihrem Diamantenschiff. Was manchmal in Star Trek Online sehr, sehr ätzend sein kann mit Feedback-Puls. Aber dann mache ich einfach Feedback-Puls zurück und das rettet mir so gut wie. Das rettet mir eigentlich so gut wie immer den Arsch. Ist dann noch ausgedrückt, natürlich. Verzeihung. Die Meldung, die geht gleich wieder weg. Ja, aber auch deren Auftritt in Voyager war sehr, sehr cool. Also das ungewisse Dunkel war es. Ich glaube, der Borg-Diamant ist nur einmal aufgetreten und das war in das ungewisse Dunkel Teil 2. Schade eigentlich. Ich hätte mir vorgestellt, dass der Diamant tatsächlich öfter vorkommt. Aber okay, aber man muss auch dazu sagen, es ist ein richtig geiles Design hier. Diese drei Kuppeln in der Mitte, also einmal die hier oben, die hier unten und dann hier in der Mitte diese Sektion. Also das kann man nicht Sektion nennen, sondern ja, eigentlich doch.
Und dann diese Metall. Oh, das sieht einfach so geil aus. Ich kann mir nicht helfen. Es sieht einfach cool aus. Und hier an jedem Treffpunkt, also an jeder Kante sozusagen, also hier, wo waagrecht und halbsenkrechte, also Diagonale aufeinandertreffen, hier jeweils ein Torpedorohr. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr krass geil. Okay, gut. Genug der Schwärmerei. Du kommst mal wieder weg. So, dann gehen heute meine Grüße raus. Beziehungsweise, warte mal. Warte. Wie war das nochmal? Ach ja, Grüße gehen raus. Sorry für die lange Wartezeit, für die lange Leitung. Da habe ich jetzt ein bisschen überlegen müssen. Grüße gehen raus heute an Just Leo. Herzliche Grüße an dich an dieser Stelle. Sie macht auch super geile Videos, die sehr häufig die Realität sehr nahe kommen. Und ist es auch immer sehr unterhaltsam. Man darf natürlich nicht alles für bare Münze nehmen, natürlich nicht. Aber es trifft halt auch einfach manchmal die Situation, wie wir sie manchmal kennen. Mit einer sehr charmanten Note, wie ich hinzufügen darf. Also auch wirklich sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und deswegen eine sehr, sehr Herzensempfehlung, die ich an dieser Stelle nur raushauen kann. Ja. Und dann kommen wir zu meinem geheimen Musik-Hit-Tipp des Tages. Ich würde mal sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu den Tipps. Ganz unverblümt. Meine Güte. Ja. Den Namen des Songs gibt es tatsächlich zweimal. Einmal eher rockigere Variante und einmal die Variante, die ich meine. Der Sänger war mal ein ehemaliger Zahnarzt und es ist ein Lied der heute, es ist ein Hit der 90er. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Guck gerne in meine Playlist, die ich dann in der Endcut verlinkt habe, um zu gucken, ob die richtig liegt. Und wenn ihr da nicht noch schon vorbeigeguckt habt, sehr auf jeden Fall, da findet ihr meine Empfehlungen der letzten Tage, beziehungsweise ab dem 1. Dezember. Und ja, deswegen kann ich jetzt eigentlich nur sagen, weil wir uns doch jetzt sehr dem Ende nähern, beziehungsweise schon am Ende angekommen sind. Wünsche ich euch doch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns morgen wieder am Samstag beim 17. Türchen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss und macht's gut. Man doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea gray hot. The lights turned way down low. Make it so. Make it so. Make it so.